Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Thimbleweed Park. Ja, eine neue kleine Aufnahmerunde. Und wir sind hier bei Ransom, den Clown, und müssen uns vorbereiten auf seinen großen Auftritt. Ich muss nochmal schauen, was war denn hier zu tun. Genau, wir brauchen das Witzebuch. Wir müssen dazu Carney Joe besuchen. Genau, die Frisur richten, Make-up aufsetzen, die Safe-Kombination herausfinden, um dann rauszugehen auf die Bühne. So, für die Safe-Nummer. Wo waren das hier, die Notiz? The number of trailers parked outside my door, including mine. The number of butt cheeks I have. The number of kids that Carney Joe has. Okay. Das ist ein Hinweis und ich glaube, das war, ist sehr eindeutig ein Hinweis auf die Nummer im Wandsafe. Und jetzt, genau, hier haben wir uns beim letzten Mal ja schon genügend umgesehen. Genau hier, Kühlschrank auch leer. Und jetzt schauen wir uns mal draußen ein wenig um. Ransom, I'm glad I caught you before you went on stage. Autographs are $100. Ransom, I'm your business manager and lawyer. I don't want your autograph. Okay, 50 then. I just wanted to let you know that your mistress is waiting at your house in Aspen, and your private jet is being fueled and ready to whisk you there when the show is over. Also, we have a deal worth millions to license a line of toddler Ransom the Clown talking insult dolls. Did you get the liability clause waived? Correct. They will assume all liability when the kids grow up to be beepoles. Good. Toddlers start out as It's not my fault they end up that way. Okay, fine. $25. I should have been a dentist. You. Ja, läuft für Ransom, würde ich sagen. Privatjet, Mätresse. Alles wunderbar. So, aus seiner Sicht. Und wir zählen hier mal die Wohnwagen. 1, 2, 3. Ja. Notiere ich mir mal kurz. So. Schauen wir mal. Jetzt noch zu Carney Joe und mal gucken. Ach, guck mal, eine Pantomime. Hallo. Well, you. Hier geht's raus, aber wahrscheinlich können wir nicht rausgehen, oder? I don't have time to leave the circus. I have to get ready for my act. Na gut. So, da ist der Hintereingang. Da müssen wir wahrscheinlich gleich rein. Stupendous Traveling Brothers Circus. Stupendous Brothers Traveling Circus? Stupendous Traveling Brothers Circus? Ich fühle mich gerade wie das Meme mit der Oma. Traveling Circus. Ja, so rum wird's wohl sein. Popcornstand? Hallo? Wo? Rummel? Ach da, hier. Popcornstand. It's fresh out of that crappy popcorn. Must be a huge crowd in the big top. Okay, können wir hier einen kleinen Blick schon mal reinwerfen? Die quietschenden Schuhe auch. I can't walk in through the main entrance like a tuna-headed pleb. I'm Ransom the Clown. I need to make my big stage entrance. Ja, ist ja gut. Kriegen wir hin. Jo. Step right this way. Guten Tag. Ah ja, Carney Joe. Hallo. You got my money, Clowny? That's Ransom the Clown. Asswipe. Okay, you got my money, Ransom the Asswipe Clown? 1,000 clams and you're not getting your joke book back. Yeah, serves you right for playing the duckies. 1,000 Öcken. Finde ich auch schön. Öcken. So, ja, ich brauche dringend hier mein Witzbuch. I need my joke book. The crowd's waiting for me. I told you before. You ain't getting it till I get the $1,000 you owe me for the duckies. Plus, $138 in interest. Oh. Where the f*** am I gonna get that kind of dough? I have a show to do. $138 in interest, you loan shark. You are putting a squeeze on me. Not my problem. Okay, $1,138 also. So, und wir müssen rausfinden, wie viel Blagen der hat. So, how's the old ball and chain and kids, huh? My wife's doing fine, no thanks to you. And so are the 11 kids. Elf. But they still cries okay. Themselves to sleep every night after that scare you gave them. Okay. Geht's hier hinten noch weiter? Nee. Okay, okay, okay. We got prizes! Ja, ja. So, dann erstmal gucken. Vielleicht haben wir ja im Safe
noch genug Geld. Nee, warte, hier hinten geht's zu den Wohnwagen. Wer kam denn da gerade noch lang? Wahrscheinlich nur ein Passant. So, also gucken wir doch mal. Ich gucke noch mal kurz auf die Notiz. The number of trailers parked outside my door. Drei. Including mine. The number of butt cheeks I have. Zwei, hoffentlich, hoffe ich für dich. Und 11. Ja, dann wollen wir mal. Nee, nicht drücke, Quatsch, öffne. Let's see if I can remember this combination. So, also 3. Okay now. 2. And finally. 11. Na? Ta-da. Next time I'm setting it to 1, 2, 3. Auch eine gute Idee. So. It's exactly $1,000 in unmarked bills. Okay, damit haben wir schon mal $1,000. Uns fehlt dann aber noch, das hier, finde ich, sieht immer aus, als würde da hier was drauf liegen, ne? Aber scheinbar nicht. Und da fällt mir ein, ich wollte hier eigentlich gucken. Warte mal, das kann ich aber auch mal hier so gerade machen. Steuerung. Klassische Satzanzeige, nee. Text und Sprache auch nicht. Soweit alles klar. Habe ich vielleicht im Tutorial nicht aufgepasst? Also ich habe gerade geguckt, ob es nicht eine Hotspot-Anzeige gab. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie das auch extra weggelassen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wollte ich eigentlich nachgeprüft haben? Habe ich nicht gemacht. Naja. Okay, so, wir brauchen auf jeden Fall noch... Was betrachte? $1? It's exactly $1,000 in unmarked bills. Genau. Genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch $138, weil sonst... It's my Ransom the Clown Square Jar with 138 bucks in it. I'll just take the big bucks. Das ist ja fast schon zu einfach. It's my empty Ransom the Clown Square Jar. My contract states I have a clown nose, but I just look like a drunk. Ja, ich wollte eigentlich my nur... hair is a mess, and I'm not a clown without my white face makeup and red mouth. Ja, ist ja gut. Ich wollte eigentlich auf das Plakat schauen, aber kann ich nicht. Okay, was haben wir hier? Haargel. Wir brauchen Haargel. Mach mal deinen Clown-Fro richtig. Ooh, jawohl. My Clown-Fro looks great now. Perfekt. Und da ist ein verpieptes Make-up, was vergessen wurde zu zensieren. So. Now there's the face I love. Perfekt. Ist er nicht hübsch? Ist er nicht hübsch? Unser kleiner Ransom. Warte mal. Ach, guck mal. Die Lichteffekte hier, ne? Guck mal, hier ist die Figur viel dunkler. Und wenn ich ins Licht gehe, wird sie heller. Hab ich auch noch nie so drauf geachtet. Aber wie gesagt, das sind so die Kleinigkeiten, woran man merkt, dass es eben doch ein modernes Spiel in Retro-Look ist und kein wirkliches altes Spiel. Finde ich schon gut. Gefällt mir. Lots of prizes. So, jetzt müssten wir ja eigentlich schon fast alles haben, ne? Also, geben wir ihm mal hier Shoot sein Geld. Bunny. Oh, so you decided to pay up. Yeah, well, not much choice. Now where's my joke book? Yeah, the jokes all suck. So how'd you get to be so famous with jokes like these? Yeah? What do you know about being funny? About as much as you do, which is nothing. Now scram, clowny. You're scaring the customers. Okay. Step right up. Haben wir jetzt alles? Tatsache. Überall einen Haken dran. Jetzt nur noch raus auf die Bühne. Und dann zeigen wir es ihnen. Den Idioten, die Geld dafür bezahlen, dass man sie beleidigt. I don't wear hats. Okay. Kann ich hier telefonieren eigentlich? Mhm. Achso, ich kann hier wahrscheinlich... War das diese Nummer? Habe ich mir die gemerkt? Das wäre ja was. Geht keiner dran? Hallo? Hallo? Na gut, dann nicht. War das nicht die Nummer?
ist jetzt 2 Tage her oder 3, dass ich aufgenommen habe. Deswegen weiß ich sie nicht mehr ganz auswendig. Ich dachte, das wäre die Nummer von der Hilfe-Hotline. Aber gut. Genau genommen brauchen wir keine Hilfe mehr. Vielleicht liegt es auch daran. Keine Ahnung. So, dann wollen wir mal. Wir sind bereit, wir haben unsere Witze und wir sehen fantastisch aus. Auf geht's auf die Bühne. Hello, faces. I'm Ransom the Insult Clown. I hope no one gets their feelings hurt easily. And if you do, it's your own fault for not being able to take a joke. Okay, also hier lohnt sich mal so ein kleiner Blick erstmal ins Publikum. Sehr, sehr cool. Guck mal hier, das Tentakel mit lachendem Mund hier unten. Guck mal. So, da könnt ihr mir mal helfen, wenn ich hier Leute übersehe. Also es gibt hier natürlich einige wie ihn hier, die hier in dem Spiel noch drin vorkommen. Oder hier, ne, hier unseren Pigeon Brother. Den kennen wir noch, aber hier gibt es mit Sicherheit auch ganz viele Leute aus alten Spielen und die meisten müsste ich wahrscheinlich erkennen. Also wenn wir jetzt hier mal durchgehen, das hier, ja genau, Dave und Sandy, aber die kommen ja tatsächlich auch in dem Spiel vor. Und dann hier erkenne ich sonst erstmal niemanden. Wobei die hier, die könnten so aussehen wie ein paar Entwickler, die sich hier selbst verewigt haben. Könnte ich mal raten. Aber ihn hier, da. Den kennen wir doch. Das ist doch unser Guybrush. Und hier, die beiden hier vorne, die müssten doch aus Zack McCracken sein. Also hier haben wir Zack und da ist, wie hieß sie denn? Hieß sie, nee, sie hieß nicht Sandy. Oh. Wie gesagt, habe ich nie gespielt und das hier ist wahrscheinlich nicht mal ein Mensch. Auch aus Zack McCracken. Hier natürlich unser Freund Grüntentakel mit den 4 Saugnäpfen, nicht den 3. Da hat irgendwann ja zwischen den Teilen jemand die noch ein wenig gekürzt, was ich nicht ganz nett finde. So. Und er hier? Er ist doch auch einer der Entwickler. So, und jetzt gucken wir hier nochmal weiter rum. Lauter Leute, die applaudieren, aber mehr Anspielungen erkenne ich nicht. Das, ja, hier, das ist ein Entwickler. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Verdammt, auch einer der Großen. Ist es nicht sogar Grossman? Ha, ist das Dave Grossman? Verdammt, ich weiß das immer nicht so genau, wie die aussehen. Ha. Ja, achso, hier natürlich. Hallo, hier. Dr. Fred und Schwester Edna, natürlich. Das habe ich schon vorausgesetzt, deswegen habe ich sie gar nicht erwähnt. Ja. Wie gesagt, noch ein paar Figuren, die hier im Spiel noch vorkommen. Aber wenn ich jetzt irgendwen übersehen habe oder ihr genau wisst, wer hier alles sitzt, ja, lasst es mich wissen. So. Jetzt aber zurück zu unserem Ransom. Wir haben hier nämlich noch was zu tun. Nämlich, wir sollten jetzt hier ein wenig beleidigen. Und vielleicht fangen wir mal an, erstmal die Stadt zu beleidigen. Thimbleweed Park is full of snobs. You guys have a concert violinist playing in the street for ambience. You're so fancy here that the bums give money to tourists so they can buy some better clothes. Even your roaches turn their noses up at food on the floor now, like, we can do better. You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The low IQ, the weird speech patterns, the same ugly face. If that ain't just one weirdo, somebody definitely their sister. Ah, ja, ja, der teilt ganz schön aus. So, jetzt wird's persönlich hier. Fangen wir mal an mit dem Jungen im ollen Rollstuhl. Hey, you, kid with a crappy wheelchair. Behindertenwitze gehen doch immer. In a past life or something? Seriously, kid, you're in a wheelchair and you got a face that looks like that? God's definitely punishing you for something. Ah, ja. Naja. Hey, you, lady with a huge nose. I say lady, but your beak suggests you're a toucan. You shouldn't have bought tickets for the show tonight, toots. You should be saving your money for a rhinoplasty. Ja, ich glaube, das wird er noch bereuen, hier so auszuteilen. Hey, you, dude with the stupid mustache. You think you look like Magnum P.I.? A 70s porn star called. He wants his mustache back. Ja, und dafür haben sie auch noch bezahlen müssen, ne? So eine Frechheit. Aber müsste man das nicht eigentlich wissen, wenn er so berühmt ist? Warum geht man dann freiwillig zu ihm, frage ich mich. Aber gut. Hey, you, kid with the ugly shirt. Are you colorblind?
Your shirt is about to give me a seizure. I mean, I'm a clown, and even I wouldn't touch something that garish. Oh, Mann. Hey, you, ugly old lady with the hairy mole. Or is it your parasitic twin? Whatever it is, I hope you bought a separate ticket. Because if it's big enough to ride the roller coaster by itself, it's not freeloading in my audience. You will be forever sorry for what you've just said. I curse you to never be able to remove your makeup and to roam these circus grounds until the end of time. He went on for another 2 hours, insulting everyone he could. Some people laughed because they thought it was funny, but most laughed because they were uncomfortable, and laughing is the best way to hide from the embarrassment of others. But after the show, in his dressing room, there wasn't going to be any laughter. I killed tonight! One of my best shows ever! I hope that ugly old lady with a curse breaks a hip on the way home. Now to get this makeup off, hop on my private jet, and go see my mistress Cindy in Aspen. Yeah. What the? This makeup isn't coming off! You, old lady! You up the you come on! As much as he tried, his makeup wouldn't come off. That old lady wasn't just any old lady. She was Madame Morena, mistress of the dark arts. When she curses you, it's not an empty threat. Something Ransom was just now finding out. This makeup of that old my lady! Ransom, I've got some bad news. What do you want, you bald, gritty little... Can't you see I'm having a problem? Grab a tissue and some rubbing alcohol and help me, you... Your private jet crashed while trying to land. Your wife found out about your mistress, and she's taking everything you own except the house in Aspen. There was a fire in Aspen, and your house burned to the ground. The toy and doll licensing deal is dead, and they're suing you for breach. And one more thing. I quit. What? And go beep yourself. Ich muss gestehen, mein Mitleid hält sich in Grenzen. And that's why Ransom the Clown is such a creep. And you should go arrest him for murder. That's an interesting story. We'll go check up on him. Das werden wir mal tun. Ja, und ich glaube, hier wurde auch nochmal deutlich, warum ich das mit dem Piepen, glaube ich, lustiger finde als in der Unbeeped-Version. Aber wie gesagt, da werdet ihr mir ja bald Rückmeldung zugegeben haben, hoffentlich. Wie gesagt, die letzte Folge, wenn ich das hier aufnehme, ist die letzte Folge noch nicht erschienen. Wenn ihr wollt, machen wir es zwischendurch mal an, um es auszuprobieren. Wir werden den Ransom ja noch ein paar Mal begegnen hier. I haven't seen Agent Ray for a while. Wonder what happened to her. I need to stay focused and solve this murder, so I can do what I need to do. Wir können sie jetzt wieder auswählen. Sie war ja weg. Das machen wir doch auch mal. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Erstmal High Five. Können wir hier High Five? It's made of plastic. No murder here. It's made of plastic. No murder here. Okay. Looks like this valve has been welded into position forever. Wo sind wir denn hier? Hat man uns hier in den Keller gesperrt oder in die Kanalisation? Aha, ein Staubkorn. I can't budge it. Notfallnummer Florian Berger. Looks like someone knew I was going to get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Kanalisationsdeckel kann ich nicht aufmachen. I'd say that leads somewhere I don't want to go. Ach, ein Münztelefon. Ah ja, guck, ja hier, man sieht es, es leuchtet hier rot. The cell phone has no reception. Aber das können wir benutzen, aber wir haben keine Münze, oder? Und wir wissen die Nummer noch nicht. It needs a dime to work. Wo kommen wir denn hier weiter?
Aha. Das ist das Wichtigste. So, Abflussrost. It's sealed shut. No way to open it. Wo sind wir denn hier? I can see a Quickie Pal store. Ah, beim Quickie Pal. Den haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Aber ich denke mal, wir müssen erstmal auch mit ihm hier weitermachen. So. Jetzt, wo wir das mit Ransom haben, können wir hier noch What was can tun I do eigentlich? For you, honey? Ein paar Mäcklein hat der Sheriff. Ja, das kann gut sein. Das machen wir gleich. Ja gut, fragen wir doch erstmal hier nach den anderen What's Leuten. What's up hier. With the Sheriff? He's kind of weirderino. Yeah, he's kind of a nut job, but nothing compared to the coroner. This whole town has gotten downright weird in the last few years. Cuckooville. Cuckooville? Ins Deutsch, auf Deutsch heißt das Crazy Town. Aha. The coroner and the sheriff are the same person. Well, there might be some resemblance around the eyes, but that's about it. The sheriff does this annoying Areno thing, and the coroner does an annoying a who. It pretty much proves they're not the same person. Ich bleib ja dabei, dass Areno und a who, das hätte man jetzt nicht unbedingt übersetzen müssen. In Lein und Le, irgendwie, naja, damit werde ich nicht ganz warm, aber was soll's. Was soll's. Der Sprachfehler, ja komm. How does speech prove they're not the same person? You're asking a lot of questions that probably shouldn't be asked. I'm a federal agent. That's my job. I've said too much already. Hm. Können wir denn was essen hier? I'd like to order some food. Sure, everything's on the menu board. What do you want? Oh, wie wär's denn mit nem, mit, oh ja, mit einer saftigen Schweinshaxe? I'll have the Schweinshaxe. Sorry, honey. Foreign businessmen got the last one a few nights ago. Bit a big rush on exotic foods these past few weeks. Exotische Speisen. Ja, sehr gut. I'd like to order some food. Sure. Everything's on the menu board. What do you want? Vielleicht einen Hotdog? I'll have a hot dog. Good choice, honey. We're trying to move him out. Eat up, hon, while it's still hot. Lecker. Okay, that is the worst hot dog I've ever eaten. I, gotta go. I feel better now. Oh, man. What can I do for you, honey? Ja. Der Appetit ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt vergangen. Aber wir können ja noch ein bisschen hier zu der Stadt fragen. What's up with this town? Most of the stores are abandoned. Used to be the center of culture in the Tri-County area. Parties every night at the hotel. Celebrities visiting the Edmund Mansion. It was hard to not make money in those days. Of course, this was before my time. And since the pillow factory burnt down, the town is drying up faster than Dave's sex drive. Ain't that right, Dave? Ja, genau, Dave. Tja dann. Thanks for your help. We'll be back if we have any more questions. Anytime. Da habe ich noch was entdeckt. Ja, kann natürlich gut sein, dass ihr hier vielleicht das ein oder andere Staubkorn entdeckt, was ich nicht sehe. Ja, so ist das halt. Ich glaube, die kommen auch zufällig, meine ich. Sind immer an unterschiedlichen Orten und ich weiß gar nicht, wenn ich welche nicht sehe. Oh, was haben wir denn? Oh, ein Zehner. Ich meine, wenn wir manche nicht finden, dann tauchen die dann an anderer Stelle wieder auf, glaube ich. Rickys Torten. Schaue, das habe ich gesucht. Looks like they're open. Aha. Okay, kann Looks ich like they're open. Ja, ach so, ja, hier. Gerade noch erwähnt und jetzt hätte ich fast eine übersehen. Bitte sehr. Oh ne, hier, das Telefonbuch. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Das sind die saftigsten Torten, die ich hier gesehen habe. Kennt ihr diese Hyper-Realistic Cakes? Also diese Kuchen, die gar nicht aussehen wie Kuchen? Könnten solche sein. Hallo, Ricky Lee. Hey there. Let's go over to the counter where we can talk. Alrighty now.
Based on your sign, I was kind of expecting this place to be a bakery. Sorry about that, hon. This used to be Ricky's Cakes, but now we sell vacuum tubes. Hmm, interessant. Sounds like an interesting turn of events. Anyway, I'm Special Agent Reyes. I have some questions for you. Oh, pleased to meet you. I'm Ricky Lee, and I'm the proprietor of this little store. What can I do for you, hon? Ja, Röhren, das trifft sich ja ganz gut. Wir brauchten ja noch für die Pigeon Brothers. I'm looking for a tube. We have lots of tubes here. Over 3,000 different makes and models. Do you know the two-letter model identifier? Ja, eine WC-Röhre. And what is the make number? Ja, hätte ich mir das jetzt mal gemerkt. War das 67? Oh, did one of the Hydrantron tubes burn out again? Oh, yes. The Pigeon Brothers need one right away. Okay, I'll put it on the town's account. I'll get one for you, hun. You just wait right there. I'll be back before you know it. Okay. Here you go. Give the pigeons my regards. Ab und zu, ich weiß nicht, wie ihr das hört übrigens, das Spiel. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Manche Soundpassagen oder Textpassagen sind nicht Stereo. Beziehungsweise, ich höre die nur auf einem Ohr. Jetzt Ricky Lee gerade zum Beispiel auch, habe ich gerade nur rechts gehört. Müsste bei euch auch so ein sein, weil ich das ja nicht nachträglich noch verändere. Fällt vielleicht nicht auf, wenn man das über Lautsprecher hört, aber ich nehme es ja hier mit Headset auf und da fällt es schon auf. Ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen. So, das Telefonbuch. Hahaha. Ja. Hier stehen ganz viele nette Leute drin. Und ich kann mich immer noch innerlich ein bisschen dafür ohrfeigen, dass ich damals das Kickstarter-Event verpasst habe. Sonst würde ich hier mit Sicherheit auch irgendwo drin stehen. Das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Aber ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe irgendwann mal, also die Ankündigung habe ich schon irgendwie mitgekriegt, aber irgendwie habe ich das Zeitfenster verpasst, mich hier auch zu verewigen. Naja. Aber hier sind ganz viele Leute drin und alle, die hier mit dunkler Schrift sind, die kann man anrufen und die haben da sogar eine kleine Nachricht hinterlassen. Und hier in Rot, das sind wirklich Sachen, die fürs Spiel relevant sind. Steht hier zum Beispiel die Hotline drin, hieß die Hilfe-Hotline. Guck mal hier, man kann übrigens genau, hier Hintron 3000. Ja, also es gibt nicht nur eine Seite pro Buchstabe, sondern teilweise echt eine ganze Menge. Es haben sich sehr viele Leute damals darüber gefreut, dass dieses Spiel kam und dementsprechend das unterstützt. Unter anderem auch, ach guck mal hier, an dem Haken kann man sehen, hier habe ich schon mal angerufen. Und diesen Lars Schade, den würde ich gern nochmal anrufen, einfach aus Gründen. 6582. It's out of order. Ja gut, dann vielleicht nicht. Dann vielleicht später. Achso, warum laufe ich jetzt weg? Ich wollte doch auf jeden Fall noch... Ja, aber von wem nochmal? Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Und wenn ich auf die Uhr gucke, lohnt es sich fast schon nicht mehr, das jetzt zu machen. Florian Berger. Okay. Ja, Lars, ich rufe... Ach, jetzt weiß ich immer noch. The coin slot is filled with glue. The buttons are missing and the cord to the receiver is cut. Otherwise it looks fine. Ja, das war jetzt doof. Habe ich ja gerade schon ausprobiert. So, die Spielhalle. Hahaha. Und das ist ein Ort, den gab es nicht, als ich es beim ersten Mal gespielt habe. Und ich weiß nicht, Tokentron 3000, ja genau. Super Dexter 3000. Der Tokentron 3000 oder Tokentron 3000. Ich denke, hier kann man was spielen. Vielleicht können wir hier auch eine Runde Tunerhead. Meteor Mass, aber das heißt hier Meteor Menace. Ja. Ich weiß nicht, ob man hier was tun kann. Ich habe nur die Screenshots gesehen von diesem Raum. Das ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Ich hoffe, dass wir hier noch irgendwie irgendwelchen Quatsch machen können. So. Aber jetzt haben wir die halbe Stunde für heute auch
wiederum. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.